Bei Österreichs Skispringerinnen ist endgültig das Corona-Chaos ausgebrochen. Nach der Gesamtweltcup-führenden Sarah Marita Kramer wird heute ihre Teamkollegin Jacqueline Seifritzberger positiv getestet. Auch sie darf nicht zu den Winterspielen nach Peking reisen. Und auch der Damencheftrainer muss daheim bleiben. Bitterer geht's wohl kaum. Jacqueline Seifritzberger gibt heute kurz vor ihrem Abflug nach Peking einen positiven Corona-Test ab und muss die Wettkämpfe, genau wie Sarah Marita Kramer, von der Couch aus verfolgen. Die haben einfach jahrelang auf so ein großes Ereignis hintrainiert. Und dahingehend, ich glaube, über das sollte man nachdenken. Und die sind jetzt natürlich extrem weit unten von der Stimmung her. Und die muss man einfach schlussendlich dann versuchen, dann wieder nach oben zu bringen. Die Skisprungstars der Zukunft, die Wiener Stadtadler, versuchen heute genau das. Sie trösten ihr großes Idol Sarah Marita Kramer. Hallo Sarah, wir ärgern uns auch mit dir. Weil wir uns so gefreut hätten, wenn du in Peking zu Gold geflogen wärst. Gute Besserung, Sarah. Bis bald im Weltcup. Aus sportlicher Sicht schmerzt Kramers Ausfall aber extrem. Die sechsfache Saisonsiegerin wäre eine der größten Goldhoffnungen Österreichs gewesen. Natürlich ist mir der Sarah Marita die Favoritin schlechthin, um die Goldmedaille oder für die Goldmedaille. Jetzt an Corona erkrankt. Wir haben sie ersetzen müssen mit der Eda Lisa. Die ÖSV-Springerinnen müssen in Peking ohne ihren Chefcoach auskommen. Harald Rothlauer fliegt nicht nach China, weil er mit den Athletinnen und einer positiv getesteten Betreuerin Kontakt hatte. Dürfen wir auch kurz.